Okay, warte, hier habe ich im letzten Part, nicht im letzten Part offscreen, hier habe ich eine Aufnahme für mein Thumbnail gemacht. Ist mein Thumbnail entstanden. Sekunde, da muss ich kurz noch was umstellen. Ja, okay, haben wir es wieder. So, damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englandum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ja, dann wären wir wieder hier. Hier sind wir schon mal lang gelaufen, bloß nicht bei Nacht. Ganzes Zeug. Plag ihn mit Steinen. Verdammt. Schnell hier hoch. Schnell hier weg von den Monstern. Au, au. Kuh. Die Kuh. Achso, das springt von selbst. Habe ich wohl das Autospringen eingebaut. So ein Mist. Da war die Krone. Hilfe. Hier hoch. Auch nicht schlecht. Ich meine, das Auto springen. Das Auto abbauen wäre noch besser. Wenn man Auto abbauen noch einschalten könnte. Es ist Nacht. Was mache ich hier? Ja, mein Thumbnail habe ich ja aufgenommen. Dies ist blöd. Eine Spitzhacke habe ich auch nicht mit dabei. Kacke. Ja, machen wir kurz einen kleinen. Dingens, wer ist das? Vorspulung, Dingens. Zeitraffer. Dann komme ich mal vor, dann komme ich mal weiter. Müsst euch nicht einen ansehen, wie ich hier den Berg mit der Faust abbaue. Oder mit dem Stein, um genau zu sein. Stein mit Stein abbauen. Ja, bis gleich. Hochgebaut. Ah, das ist das Blumenbeet. Ja, okay. Es ist schon fast wieder Tag. Ich gehe trotzdem mal ins Bettchen, mal ein bisschen schlafen. Sofern das noch möglich ist. Oh, das Autospringen. Das habe ich versehentlich aktiviert, aber auch nicht schlecht. Muss nicht so viele Knöpfe drücken. Könnte eventuell irgendwann problematisch werden, wenn wir dann versehentlich in der Schlucht springen. So, was wollte ich gerade hier unten? Ich wollte eigentlich schlafen gehen. Ja, irgendwas wollte ich aber auch hier unten. Tja, habe ich wohl wieder vergessen. Ja, erstmal schlafen gehen. Noch ist es Nacht, noch kann ich das so ein bisschen ausruhen. So, jetzt wollte ich mal was ausprobieren, das Auto springen. Hui! Na, ja, das geht hier sowieso. Die Treppe ist ja ganz entspannt. Hier, die Treppe wollte ich ausprobieren. Da muss ich ja sonst immer ganz viel Knöpfe drücken, um wieder hochzukommen. So, da bin ich ja am Knöpfe spammen. Oh, cool, entspannt. Ich muss gar keinen Knopf drücken. Nur die Taste nach vorne drücken. Ja, cool. So kommt man leichter die Cave hoch. Ja. Jetzt bin ich auf die Kiste drauf gehopst. Ja, so schaut's aus. Tag. Ja, heute wollten wir, wie angekündigt, den Turm bauen. Stein haben wir auf jeden Fall genug. Aber ich will das ja nicht mit Bruchstein bauen. Ich
Ich will das mit gebranntem Zeugs machen. Deshalb wieder runter. Ja, rauf und runter. Wird mir das schlecht hier. Vom ganzen Gefalle und Gesteige. So. Andersit. Ne, mit dem wollen wir nicht bauen. Stein. Haben wir hier irgendwo gebrannten Stein? Haben wir doch bestimmt. Polierte Andersit haben wir genug. Nachdem wir die Kirche gebaut haben, ist da ja genug übrig geblieben. Hier im Ofen vielleicht? Ja, 64 Stein. Ja, genau. Da haben wir im letzten Part was reingelegt. So, Bruchstein. Kann hier ein bisschen weiter brennen. Dann haben wir hier erstmal 64 Stein. Kann eigentlich ausgetauscht werden gegen alles. Was ist immer. Ja. Können wir erstmal anfangen. Eigentlich bräuchten wir jetzt nur Stein, deshalb können wir nicht alles andere aus unserem Inventar rausnehmen. Aber fangen wir erstmal an, das Grundgerüst zu bauen, den Grundstein zu legen. Grundsteinlegung für den Wachturm. So schaut's aus. Und wenn das der Wachturm ist, und das der äußere Turm ist, dann wird wahrscheinlich, dann müssen wir die Mauer wahrscheinlich die Mauer hier so lang ziehen, sodass das Blumenbeet wahrscheinlich ein bisschen außerhalb liegt. Oder ziehen wir das halt so ein bisschen um das Blumenbeet noch darum, um die Hügel hier. Mal schauen. Da kann hier auf jeden Fall der Wachturm entstehen. Hier haben wir schon so eine kleine Versenkung. Ich würde mal sagen, setzen wir hier den ersten Stein, den Grundstein. Juhu! Und dann wird gebaut. So. Ja, so ungefähr. Dann kann man hier das Grundstein setzen. Das Grundgerüst, die Grundmauern. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Dass das fest im Boden verankert ist. Joa. Oben brüllt gerade jemand bei dem Nachbarn. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Ja, ich hoffe, das ist nicht. Das wäre. Ja, das will ich nicht. Das müsst ihr nicht hören. Okay, hier vielleicht Platz lassen für einen Eingang in den Turm. Hier ungefähr. Hier wollte man das machen. So war es auch beim Vorgängerturm. Da kann man es machen. So einen breit. Ja, vielleicht. Oder machen wir zwei draus. Kann man ja später wieder zubauen. Das ist jetzt Bruchstein, oder? Nein, eher wenn man es mit einer Spitzhacke abbauen würde. So natürlich nicht. So hier natürlich drunter. Dass das ordentlich aussieht. So. Bauen wir das erstmal wie ein riesiges Haus und bauen das dann immer weiter in die Höhe. Der kann ruhig ein bisschen riesiger werden als der Oguyana-Turm. So. Demnach muss das auch jetzt hier nicht das niedrigste Tür sein. Kann ruhig ein bisschen höher. Hier vielleicht so. Mal schauen, wie es aussieht. Ach ja, das Hüpfen. Ist noch aktiviert. Oh, okay, da ist das erste. Die erste Ladung Stein fertig. Ja. Ist doch mal was. Ich hole mir mehr Stein. Und brenne noch mehr Stein. Ja, das sieht zumindest ein bisschen besser aus als das. Als der Andersit, als der lackierte, der polierte Andersit. Das Bauwerk der Orgulianer. Können wir den Turm auch ein bisschen verzieren dann. Muss nicht so ein ganzer Klotz sein wie bei den Orgulianern. Achso, wo war es denn? Da war der Ofen. Hops, über die Truhe drüber.
21. Nice. Dann tun wir hier noch ein bisschen Bruchstein rein. So ein 64er. Ja. Okay, Bruchstein haben wir auf jeden Fall genug. Machen wir Stein draus. Kohle haben wir auch genug. Ja. Ich kann, während wir bauen, hier mit dem Bruchstein brennen. Ja, das wird wohl ein bisschen dauern, bis wir den Turm in die Höhe gebaut haben. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern wie beim Gronkh im Let's Play. Der Taumturm wird es nicht sein. Auch nicht so dunkel. Ja, Erde haben wir mit dabei. Da können wir hier ein bisschen den Boden eben machen. Wir werden es wahrscheinlich eh noch ausgraben. Da denke ich mir, habe ich schon ein paar Dinge gemacht, habe ich schon ein paar Gedanken gemacht, dass man hier vielleicht auch einen Kerker unterm Turm macht, dass man eine große Falltür macht, dass man bis von unten, bis von oben, von der Spitze geschubst werden kann in den Kerker rein. Das ist auch mal eine Idee, können wir dann irgendwann mal verwirklichen. So ein richtiger Turm mit Falltüren und so weiter, dass man halt, ja, kann auch ein paar Zellenblöcke hier reinmachen in den Turm. Warum nicht unterirdisch wie oberirdisch auf den Etagen? Mal schauen, was wir so hinkriegen. Ja, genügend Breite hat der Turm. Kann man so ein bisschen was reinbauen. Vielleicht auch so ein paar Nahrungskammern oder so, weiter, so ein paar Quartiere für Soldaten. Das könnte man eigentlich mit Stein ausbauen hier, aber ja, machen wir jetzt noch nicht den Boden. Machen wir erstmal den Turm. So, ist natürlich blöd, dass ich hier mal wieder runter muss. Können wir hier vielleicht eine kleine Treppe bauen, dass man dann mit der Erztreppe hoch kann. Dass wir nicht immer den freien Fall wagen müssen. So. Zack, zack. Und weiter wird's gebaut. So. War es eigentlich nicht beabsichtigt, aber ja. So kann man auch bauen. Die Kuh will hier eingebaut werden, oder was? Diese Tiere, die man hier in den Turm reinspringen, die man in die Gebäude reingehen, bevor die Wand hochgezogen ist. Ach Mensch. Die machen ja auch Sachen. So, wir holen uns mal wieder ein bisschen Stein. Und wenn der Bruchstein irgendwann alle ist, wissen wir ja, wo wir welchen herbekommen können. Überall. Ja, wir sind ja auf einem Gebirge. Irgendwo kriegen wir schon Grundgestein. Das kriegen wir nicht so leicht. Aber Bruchstein kriegen wir schon irgendwo her. Und Kohle haben wir, glaube ich, noch genug. Das dürfte ein bisschen reichen. Ja, hier habe ich wieder 20. Nehme ich doch mit. Bis wir die alle haben, da sind die nächsten 20 fertig. Ja, so kann es doch gehen. So kann man bauen. Ja, dann steht langsam was Stück für Stück, Stückchen für Stückchen. Und steht ein kleiner, aber feiner Turm, der immer größer wird. Größer und immer gröber. Ja. So was in der Art. Da müssen wir gleich die Erdtreppe benutzen. Wenn es ja mal höher wird, kommen wir irgendwann nicht einfach so hoch. So. Da müssen wir fallen. Das bringt zum Glück noch keinen Fallschaden auf die Höhe. Jo. Es wird schon Nacht. Ja, und der Stein ist wieder alle. Ich glaube, dann legen wir uns mal ins Bettchen. Wir haben mal keine schlechte Idee, nachts zu schlafen. Man könnte auch mal ein Part machen, wo wir eine Nachtwanderung machen. Das wäre mal eine Idee. Kam ja auch schon in den Sinn. So
müssen wir da mal ein bisschen Nachtwanderungsmäßiges machen. Ja. Da dürfen wir dann ganz wenig Zeug mitnehmen, sonst verlieren wir alles. Machen wir einfach mal so ein bisschen das Dorf bei Nacht angucken und so ein bisschen nachts rumlaufen. Na holla. Die Nachbars. Was ist los da? Nummer 12 nehme ich auch gleich mit an Stein. Ja, selbst schuld. Sind sie jetzt im Video. Das waren sie, glaube ich, schon öfters. Familien mit ein paar anderen Leuten in einer Wohnung wohnt. In einem Haus. In einem Mehrwohnungshaus, wie man das nennt. Ach, da funktioniert das Autospringen nicht mehr, oder was? Ist klar. So. Ja, was denn? Ist, wenn man hier aufnimmt und hat solche Rumpelgeräusche im Hintergrund. Ja, ist auch nicht das Edelste. Ja, Selbstschuld. Ich kann ja nicht die Aufnahme unterbrechen und warten, bis es vorbei ist. Das ist ja, naja, kann man, ja, ist aber auch langsam mal ein bisschen, ja. Ich muss ja nicht immer darauf aufmerksam machen, aber gerade nervt es schon ein bisschen. Ist dann immer so eine Geräuschkulisse, die muss nicht sein. Ich glaube, wir legen mal ein bisschen Kohle nach. So, hier habe ich ein bisschen was. Holzkohle kann man auch machen. Aus Holz. Holz brennen. Das geht auch nur in Minecraft. Holz brennen. Elfsteine. Ja, das reicht nicht lange. Aber ein kleines bisschen. So. Na dann. Da können wir noch die nächsten Parts dann bauen. An dem Turm. Da können wir zwischendurch mal ein bisschen labern. Der Tunnel muss auch irgendwann weitergebaut werden. Also das unterirdische Tunnelsystem. Die Gänge. Aber ja. Da kommen wir erstmal nicht so schnell in die Gänge. Machen wir erstmal anderes. Ja, da muss die Erztreppe gleich noch erhöhen. Ja, kann man mal ein paar Parts machen, wo man ein bisschen baut und ein bisschen verschönert. Das wird sich natürlich auch nicht ganz als Klotz in die Höhe ziehen. Können wir vielleicht mal zwischen Etagen machen, wo man ein bisschen was, ja, wo man eine Terrasse drum baut. Könnte auch mal ein bisschen kreativ sein. Kann ich ein bisschen kreativ werden? Könnt ihr in den Kommentaren mal ein bisschen kreativ werden? Könnt ihr mal schreiben, was kann man machen? Vielleicht habt ihr lustige Ideen, die man vielleicht mal versuchen kann umzusetzen. Die ich vielleicht mal versuchen werde umzusetzen. Ja. Und hier brennt es. Und ich weiter an Stein. Dann mal wieder neue noch zusammen. Ja, Stück für Stück. Ja. Jetzt nicht verschwenden, indem wir die Tür zu bauen. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ein kleines Fundament, da ist mir wieder eingefallen, wie das Ding hieß. Das Fundament steht schon. Die Anfänger. Ja, das sieht doch schon nach einem Anfang aus. Können wir am Ende mal ein Foto machen für Thumbnail. Können wir fast jetzt schon machen. Vielleicht schaffen wir noch ein bisschen weiter zu bauen. Sieht momentan mehr nach einer Ruine aus, aber ja. Huha. Okay, noch gibt es keinen Fallschaden. Das ist gut. So, mit Erde hier noch ein bisschen. Da brauchen wir gleich eine Stufe mehr. Oh, da gibt es Fallschaden. Hoch genug, um Fallschaden zu kriegen. Jo. Da wird es langsam kritisch.
so möglichst den Fallschaden vermeiden, den jedem Schallfaden, wie wir ihn kennen. So, zack, zack. Nichts mit zack, zack. Da brauchen wir noch ein bisschen Stein. Ja. Brauchen wir noch sehr viele Steine, um das Ganze in die Höhe zu ziehen. Aber ja, ich glaube, Bruchstein ist wirklich das, was man am leichtesten kriegt. Und da habe ich mir auch ein gutes Material gewählt. Und wenn nicht, holen wir uns Neues. Werden wir wahrscheinlich öfters Neues holen. Gehen einfach auf Bruchsteinjagd. Dann gehen wir einfach in die Höhle und holen ein bisschen Bruchstein. Das ist das erste Mal, dass wir Bruchstein gebrauchen können. Die Kiste ist auch noch voll. Die Kiste ist voll. Voller Bruchstein. Also erstmal haben wir genug. Aber ja. So, hier nachfüllen. Bruchstein zum Brennen. Und weiter geht's. Alles klärchen. Wunderbärchen. Wird mal weiter gebastelt. Am Turm. Ach, da sieht man die Treppe. Ja. Ein kleiner Schönheitsfehler. Aber den kann man gleich beheben. Jo. So. So, zack, zack. Dann baue ich hier schon weiter, wo ich da eigentlich noch bauen müsste. Das sieht jetzt natürlich nicht so toll aus, oder? Einmal ringsrum und dann die nächste Ebene. Sonst sieht es bald seltsam aus. Joa, alles klärchen. Ich weiß gar nicht, wie lange der Part schon geht. Müssen wir hier unterbrechen oder können wir noch ein bisschen? Müssen wir noch ein bisschen? Nein, das wollte ich nicht unbedingt. So, Stein. Stein. Na komm. Der ist jetzt tot. Neune haben wir. Ja, ach du liebe Neune. Ich muss gleich mal auf die Uhr gucken. Also mal gucken, wie lange das Video schon geht. Muss ich gleich mal unterbrechen, die Aufnahme. Mal nachgucken. Das war das Video hier überziehen. Und am Stück aufnehmen kann ich auch nicht mehrere Parts. Das schaffe ich heute nicht. Dann muss ich es vielleicht fürs nächste Part aufnehmen. Aufheben. Das Videomaterial. Also das muss ich mir auch aufheben. Hier erstmal zu Ende. So. Hier was Rundes draus machen. Was Rundes aus dem Turm machen. Ja, rund wird er nicht. Wird schon eckig. Vielleicht kann man zwischendurch mal ein bisschen was Rundes machen. Vielleicht so ein bisschen versetzt. Vielleicht so einen versetzten Turm, der die nächste Etage dann so ein bisschen. Das wäre doch mal cool. Und die erste Etage so steht, also so in dem Eck und das nächste dann immer um 45 Grad oder sowas versetzt ist und dann wie so ein gedrehter Turm, wie so ein bisschen so wie Zauberwürfel, so ein bisschen, dass das so aussieht. Ja, ich guck mal kurz nach der Aufnahme, wie lange die schon geht. Ganz entspannt, ein paar Minütchen haben wir noch. Ganz entspannt heute sind wir noch nicht so weit, können wir noch ein Sekündchen weiterbauen. Ja, ist noch nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm überzogen. Sind wir erst ein paar mit 20. Ja, können wir. 5 bis 10 Minuten kann ich hier noch weiterbauen. Mindestens bis zur nächsten Nacht. Ja, schauen wir mal. Hab noch nicht so viel gemacht hier. Ist noch nicht so voll der Part. Ganz relaxed.
So. Und da mal weiter. Zack, zack. Zack, zack. Und da ist schon wieder alle. Ah, verdammt. Fallschaden. Ich muss mal was futtern. Um nicht gleich drauf zu gehen. Ja, wäre auch nicht schlimm, haben wir nicht viel im Inventar. Wachen wir eh nur wieder im Haus auf. Ja, das Auto springen ist nicht ganz zuverlässig, aber ja. So, mal schlafen kurz. Die Nacht überschlafen, Nacht verschlafen. Jo. Hier gibt es neuen Stein. Wird leider über Nacht nicht viel mehr. Hier gibt es neues Futter. So, was haben wir denn hier? Brot. Können wir ein bisschen Brot alle machen. Sonst wird das noch schimmelig, das Brot. So. Das lädt die Herzen ein klein wenig auf. Ja, ein klein wenig. Wieder zurück mit dem Brot. Oh, um das Feld müssen wir uns auch mal kümmern. Können wir hier mal nebenbei mal machen. Und wenn die nächste Ladung Stein fertig ist, die hier, können wir mal das Feld ernten. Das Feld abernten, das muss auch regelmäßig gemacht werden. Damit Neues gepflanzt werden kann. Das muss auch in den Parts mal zwischendurch passieren. Nicht ein ganzer Part Feldarbeit, aber so mal zwischendurch mal sich um die Pflanzen kümmern. Oh, wo wir gerade beim Thema Pflanzen sind. Ich muss die Nadelle noch gießen. Ich habe mir eine Pflanze gekauft, für die, die es nicht wissen, die es noch nicht erfahren haben. Ein kleines Tännchen. Eine kleine Tanne. Die habe ich liebevoll Nadelle genannt. Ja. Eine Tanne namens Nadelle. Ich und meine Pflanzen. Das ist die erste, aber ich habe das Gefühl, das wäre noch mehr. Achso, Feld abbauen. Das wollte ich machen. Hier mal ein bisschen ins Feld gehen. Ja, den Turm. Den werden wir dann später noch bauen. So, die Kürbisse sind immer noch nicht gewachsen. Kann, ja, ich komme nicht dazu, das mal zu recherchieren. Wenn ihr es wisst, schreibt ihr es mir mal in die Kommentare. Ich habe keinen Plan. Was mache ich falsch mit den Kürbissen? Warum wachsen da keine Kürbisse? Warum bringt meine Saat keine Frucht? Jo. Okay, da müssen wir neu pflanzen. 23 haben wir. 23. Weizen geerntet. Samen haben wir mehr. So. Hier noch ein bisschen was. So, zack, 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 dass da Neues wachsen kann. Weizen für das Brot. So, ordentlich bepflanzen. Den Acker nie unbepflanzt lassen. So. Ordentlich, da haben wir sogar noch was über. Anpflanzen. So, an Samen meine ich natürlich. Können wir hier reinlegen? Ja. Können wir gleich noch ein neues Feld eröffnen. So viel Samen haben wir hier übrig. So, und hier das Feld. Die rote Beete. Die Karotten ernten. Ja, die Batterie lässt nach. Kartoffeln. Auch nicht schlecht. Kartoffeln und Karotten. Karotten sind gut für die Augen. Kann nicht schlecht sein für mich. Für mich eh nicht schlecht. So. Und die hier. Die bringen so Samen. Weiß nicht, was wir bei den anderen machen müssen. Müssen wir wohl nochmal ein paar Kartoffeln einpflanzen. Ich hoffe, das gibt eine Vermehrung. So, hier Kartoffeln wieder anpflanzen auf dem Beet. Zack, 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 zack. Bis zu Ende.
Kartoffeln. Da haben wir doch 10 Gewinn gemacht. Wusterist, hier ist Rote Beete. Karotten müssen wir auch ein bisschen anpflanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 in so einer Reihe, okay. Ach so, das wollte ich ja gar nicht. Da kommt die Rote Beete hin. So, da haben wir wieder 8 Gewinn. So, Rote Beete. Ah, da kommt die Samen. Rote Beete Samen. Haben wir auch genug. So. Zack, 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 zack. So, da wächst schon das erste. Ja, das ist ganz schnell. So, hier weiter. Rote Beete haben wir auf jeden Fall ganz viel. Haben wir durch 2 Linien. Die Karotten noch nicht. Ja, dann wächst mal schön. Ach, Melonen sind das. Das sind keine Kürbisse, das sind Melonen. Sorry, ich muss mich verbessern. Was passiert mit den Melonen? Ja, jetzt haben wir 10 Kartoffeln, 8 Karotten, 24 Rote Beete und 24 Weizen. Nicht schlecht. Eine ganz gute Ernte, die sich da ergibt. Kann sich sehen lassen. Na dann, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Minecraft Armor Video mit den 2 First Try passen wollt. Oh, Weizen haben wir auf jeden Fall genug. Können wir mal wieder Brot backen. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ich sagte ciao, ciao. Hier wollen wir uns das mal angucken am Ende hier mal, was wir heute geschafft haben. Ja. Und tschüss.